Donnerstagmittag, hier ist Bild live mit diesen Themen. Bild am Tatort, Killer in Ninja-Kostüm zerstückelt Tech-Millionär. Alles auf Neustart, Tönnies fährt den Schlachtbetrieb wieder hoch und Polizeieinsatz beim Welfenprinz. Neuer Ärger für Ernst August Prinz von Hannover. Ja, es ist eine Szene wie aus einem Horrorfilm, doch das Ganze ist Realität geworden in New York. Fahim Saleh, Tech-Millionär, Gründer und Start-up-CEO, liegt zerstückelt in seinem Apartment, daneben die Kettensäge. Er lag im Wohnzimmer, zerstückelt, der Torso noch bekleidet, Kopf und Arme abgetrennt und in Taschen gesteckt. Daneben eine elektrische Säge. Am Dienstagnachmittag wurde die Leiche des IT-Unternehmers Fahim Saleh in seinem Millionen-Dollar-Apartment in New York entdeckt. Salehs Schwester hatte sich gewundert, warum sie ihren Bruder nicht erreichte. Dann machte die junge Frau die grausame Entdeckung. Die Polizei sicherte stundenlang Spuren in der Wohnung. Überwachungsbilder sollen zeigen, wie ein dunkel gekleideter Mann mit Handschuhen und Maske kurz nach Saleh in den Fahrstuhl steigt. Das berichten US-Medien unter Berufung auf Polizeiquellen. Auch vom Angriff selbst soll es Bilder geben. Die Beamten fahnden jetzt nach dem Mörder des Tech-Millionärs, bislang ohne Erfolg. Fahim Saleh hatte als Gründer und CEO von Gokanda, einer Motorrad-Mitfahrzentrale in Nigeria, sein Geld gemacht. Das Luxus-Apartment in Manhattan soll er laut The Daily News erst 2019 gekauft haben. Der stolze Preis 2,25 Millionen Dollar. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt. Auch das Motiv ist noch völlig unklar. Kurze Nachfrage bei unserem USA-Korrespondenten Herbert Bauernebel. Herbert, was haben die Ermittlungen bisher ergeben? Ja, die Ermittler sind hier am Tatort. Man sieht das Haus hinter mir noch im Einsatz. Es steht hier ein Polizeiwagen des NYPD, der New Yorker Polizei. Auch eine Beamtin bewacht die Lobby. Hier sieht man ganz deutlich, dass hier unter Hochdruck ermittelt wird. Natürlich die ganze Stadt schaut auf dieses Mordhaus, auf diesen Mordfall, der New York erschüttert hat. Und das in einer Zeit, wo die Gewalt ohnehin eskaliert hier in der Stadt. Was man auch noch weiß von der Tat selbst, scheint die Tatsache, dass der Killer, der gekleidet war, fast wie in einem Ninja-Kostüm, wie hier lokale Medien schreiben, dass er begonnen hat, den Toten zu zerstückeln. Es wurde der Kopf abgetrennt, die Gliedmaßen abgetrennt, alles verpackt in Säcke. Offensichtlich wollte der Killer hier die Leiche verschwinden lassen, machte sie bereit zum Abtransport. Dann allerdings wurde er überrascht von der Schwester, die in das Apartment gekommen ist und die grauenhafte Szene entdeckt hat. Der Killer soll dann geflüchtet sein durch einen Nebenausgang. Was man über die Motive spekuliert, ist die Tatsache, dass es möglicherweise finanzielle Dinge sein könnten, die dem Mann das Leben gekostet haben. Natürlich hatte Fahim Saleh Geschäfte in Nigeria, in Kolumbien, auch in den USA hatte er mehrere auch umstrittene Businesses im Internet und im Tech-Sektor. Und hier könnte es möglicherweise ein Motiv geben, dass er möglicherweise jemand Geld geschuldet hat. Jedenfalls ermittelt das NYPD in diese Richtung. Die Behörden ermitteln also unter Hochdruck. Herbert Bauernebel, ganz herzlichen Dank für diese ersten Informationen. In der Fleischfabrik Tönnies wird wieder geschlachtet. Der Betrieb soll nach dem katastrophalen Corona-Ausbruch jetzt langsam wieder hochgefahren werden. Ab heute wird wieder geschlachtet bei Tönnies. Die ersten 6000 Schweine werden wieder aufs Gelände transportiert. Damit endet vorerst der Corona-Lockdown des Hauptwerks in Reda-Wiedenbrück. Mitte Juni geriet der Schlachtbetrieb in die Kritik, nachdem rund 400 Tönnies-Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Der Fleischkonzern und der Kreis Gütersloh schlossen daraufhin am 17.06. den Standort. Vermutlich schuld an der schnellen Ausbreitung von Covid-19 die schlechten Arbeitsbedingungen der Werkvertragsarbeiter aus Mittel- und Osteuropa. Die Arbeiter sind auf engstem Raum in Mietwohnungen untergebracht. Die Einhaltung von Hygienevorschriften ist unmöglich. Auch im Betrieb, wie Tage später ein Video aus der Tönnies-Kantine zeigt. Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales, findet bei Bild deutliche Worte. Wie groß ist Ihr Vertrauen in Tönnies und die Firma Tönnies? Ja, auch gleich null. Die Ausbeutung von Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die da offensichtlich stattgefunden hat, wird jetzt in der Pandemie ein allgemeines Gesundheitsrisiko mit erheblichem Schaden.
Firmenchef Clemens Tönnies verspricht auf einer Pressekonferenz am 20.06. die deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Es geht jetzt darum, die Pandemie, den Virus aus dem Betrieb zu bekommen. Dafür werden wir alles tun. Wir werden diese Branche verändern. Das steht fest. Wir stehen in der Verantwortung und dafür stehen wir auch gerade. Am 23.06. ist die Zahl der Infizierten auf 1.553 gestiegen. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie werden erstmalig in Deutschland Landkreise zurück in den Lockdown gesetzt. Die Kreise Gütersloh und Warndorf. Einwohner der Landkreise werden gemobbt und angefeindet. Sobald wir aus dem Kreis Gütersloh raus waren, sind Autos uns unterwegs angegangen mit Lichthupe und wilden Gestikulierungen, um uns ganz klar zu zeigen, ihr seid hier nicht willkommen. Die Tönnies-Fabrik in Reda-Wiedenbrück liegt wochenlang dicht. Erst letzte Woche nimmt die Verwaltung wieder die Arbeit auf. Heute geht auch für die rund 600 Mitarbeiter wieder das Schlachten los. Und mir zugeschaltet ist NRWs Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser. Ganz herzlich willkommen bei Bild. Ja, guten Tag. Bei Tönnies darf also wieder gearbeitet werden. Bedeutet das, dass Sie und Ihre Kontrollinstanzen sicher sind, dass bei Tönnies jetzt alles okay ist? Arbeitsbedingungen sowohl als auch Hygienemaßnahmen? Also die örtlichen Gesundheitsämter, vor allen Dingen in Reda-Wiedenbrück und im Kreis Gütersloh, haben sich in Absprache mit dem Landesgesundheitsministerium natürlich die Verhältnisse sehr genau angeschaut. Es ist ja auch ein großes Hygienegutachten erstellt worden. Der Betrieb geht jetzt nicht sofort komplett wieder ans Netz, sage ich mal, oder nimmt Fahrt auf, sondern erst in einzelnen Teilen, sodass man schrittweise sehen kann, ob die neuen Konzepte tatsächlich funktionieren. Was wurde denn ganz konkret geändert in der Fabrik und bei den Unterbringungen der Arbeiter? Die Unterbringungen der Arbeiter sind ja schon vor einigen Wochen verändert worden. Das heißt, die Gemeinschaftsunterkünfte wurden aufgelöst und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden auf einzelne Wohnungen im Kreisgebiet in Gütersloh verteilt, weshalb wir hinterher ja auch so ein weite Verbreitung auch des Virus hatten. Aber jetzt im Unternehmen selber war es ganz wichtig, dass die Luftzufuhr geändert wurde. Das Gutachten hat eindeutig ergeben, dass insbesondere im Zerlegebetrieb ausschließlich mit Umluft gearbeitet wurde, keine Zufuhr von Außenluft erfolgte, sodass sich das Virus sehr schnell verbreiten konnte. Und hier hat Tönnies jetzt neue Maßnahmen in Gang gesetzt, um das für die Zukunft zu verhindern. Aber ich muss sagen, der Zerlegebetrieb, also der Betrieb, an dem die meisten Menschen erkrankt sind, der geht noch nicht wieder in Betrieb. Jetzt ist es dann doch recht schnell gegangen mit zumindest der teilweisen Wiederaufnahme des Betriebes. Man hat ja gesagt, man lässt sich da sehr, sehr viel Zeit und lässt sich da auch nicht von Tönnies unter Druck setzen. Wie genau kontrollieren Sie denn und Ämter, dass jetzt diese Verbesserungen auch bestehen bleiben? Beispielsweise die Massenunterkünfte nicht wieder eingeführt werden und auch die Hygiene weiterhin bestehen bleibt im Zerlegebetrieb. Also man kann quasi sagen, dass wir in einen vorläufigen Betrieb gehen. Denn die Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter werden ja in den nächsten Wochen und Monaten geändert. Hier gibt es ja auch bundesgesetzliche Regelungen, die zurzeit erarbeitet werden. Stichwort Werkverträge. Tönnies hat ja selber gesagt, zum Jahresende soll es in seinem Betrieb keine Werkverträge mehr geben. Es werden hier auch andere Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernünftig untergebracht werden. Das heißt, was die Anmietung von Wohnungen angeht, es müssen faire Gehälter gezahlt werden. Es muss die Arbeitszeit vernünftig digital erfasst werden. Hier wird es in den nächsten Wochen noch gravierende Änderungen ergeben. Und die örtlichen Gesundheitsämter, da bin ich mir ganz sicher, in deren Verantwortung ja auch die Kontrolle liegt, werden das sehr, sehr genau beobachten. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen, die jetzt in den letzten Wochen tatsächlich gemacht worden sind. Sie haben viele Erfahrungen gemacht mit Tönnies, beziehungsweise dem Zusammenspiel Corona und Tönnies. Wie übertragen Sie das auf die gesamte Branche? Schauen Sie da jetzt auch genauer hin? Gehen Sie durch die verschiedenen Betriebe und kontrollieren beispielsweise die Luftzirkulation?
Wir sind in einem ständigen Austausch mit der Fleischindustrie genau zu diesen Themen. Und natürlich sind dieselben Themen, die es bei Tönnies gegeben haben, auch aktuell in anderen Fleischbetrieben. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass wir immer wieder auch Ausbruchsherde in Schlachtbetrieben hatten. Zuletzt ja auch in einem Betrieb in Coesfeld mit mehreren 100 Infizierten. Das heißt ja, das hat was mit Luftsystemen zu tun. Und ich gehe davon aus, dass die Betriebe jetzt nach und nach auch sich verändern werden. Dazu kommt ja, dass wir angeordnet haben, beziehungsweise mein Kollege Landesgesundheitsminister Laumann angeordnet hat, dass alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben 2-mal wöchentlich getestet werden müssen. Es gibt Betriebe, die noch häufiger testen, einfach um sicher zu gehen, dass sie jeden noch so kleinen Ausbruchsherd sofort lokalisieren und einfangen können. Eine Industrie unter Beobachtung. Ganz herzlichen Dank für Ihre Informationen, Ursula Heinen-Esser. Ganz herzlichen Dank. Ja, gerne. Und wir schauen in den Kreis Gütersloh. Wir schauen vor das Werk von Tönnies. Dort steht mein Kollege Michael Engelberg. Michael, wir haben heute Morgen schon mit dir gesprochen in unserer 9 Uhr Sendung. Danach, ja, da passierte ein bisschen was bei dir. Demonstranten waren unterwegs am Werk von Tönnies. Beschreib uns die Situation nochmal. Ja, hallo Moritz. Also wir stehen immer noch vor der Einfahrt, wo die Schweinetransporter reinfahren. Ich gehe mal ein Stück zur Seite, dann kann der Felix mal eben auf das Banner da oben gehen. Und zwar sind hier gegen 8:45 zwei motorisierte Paraglider gekommen von Greenpeace, sind dann auf dem Dach gelandet und haben dieses 14 Meter lange Banner neben dem Tönnies-Emblem angebracht. Natürlich ist dann die Polizei auch gekommen, Sicherheitsdienste. Allerdings ist es den beiden Paraglider-Fliegern gelungen, dann auch wieder vom Dach zu starten. Und der letzte hat vor ungefähr 10 Minuten das Dach wieder verlassen. Und neben mir steht Polizeisprecherin Frau Felsch hier aus dem Kreis Gütersloh. Frau Felsch, dieses Emblem ist, dieses Banner ist da hingekommen, weil die zwei Paraglider auf dem Dach waren. Wie stellt sich die Sache für die Polizei momentan dar? Ja, momentan wissen wir eben, so wie Sie auch, dass diese Paraglider da heute Morgen gelandet sind. Die haben dann dieses Banner da angebracht. Sehr professionell sind sie dann auch noch mit einem Seil da runtergegangen, haben es nochmal befestigt und sind dann in einem Abstand von circa einer halben gefühlten Stunde wieder gestartet und von dem Dach wieder runtergeflogen. Welche Straftatbestände, wenn es überhaupt welche gibt, werden jetzt zurzeit von der Polizei verfolgt? Ja, das Betreten eines Privatgeländes oder hier dieses Firmengeländes gegen den Willen des Eigentümers, das stellt ein Hausfriedensbruch dar und wir prüfen noch den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr. Jetzt sind ja viele Kräfte hier vor Ort gewesen. Wie wird die Fahndung jetzt aufgenommen? Was passiert mit den beiden Paraglider-Fliegern, wenn man sie denn landen sieht? Was passiert dann mit den beiden Männern? Ja, wenn wir die feststellen sollten bei ihrer Landung, stellen wir erstmal ihre Personalien fest, dann werden die vernommen und dann wird ein Strafverfahren eingeleitet. Also Moritz, du siehst, hier ist wirklich auch ein bisschen Spannung noch drin. Wie gesagt, heute Morgen um 6 Uhr hat der Schlachthof wieder geöffnet. Dann sind die ersten LKWs reingefahren. 597 Personen arbeiten zurzeit in der Schlachtung. Die Zerlegung ist noch nicht wieder geöffnet. Da laufen am heutigen Tag weitere Tests, ob man eventuell ab heute Nacht 0 Uhr diese Zerlegung auch weiter öffnen kann. Zudem wird dann überlegt, dass man peu à peu natürlich auch die Frequenz und die Masse der zu schlachtenden Schweine steigert. Momentan werden ja zwischen 6.000 und 8.000 Schweine geschlachtet hier seit heute. Und wir haben mit vielen Landwirten gesprochen und die sind wirklich sehr, sehr glücklich, dass momentan der Schlachthof wieder offen hat. Denn denen platzen die Ställe. Die Schweine, die gemästet sind, müssen aus den Ställen und die neuen Ferkel müssen aufgezogen werden. Und deshalb ist bei den Landwirten erstmal grünes Licht. Die sind wirklich sehr, sehr froh. Und die Polizei ist an diesem Tag nicht so froh, wahrscheinlich genauso wie Tönnies. Sie müssen sich nämlich jetzt um die beiden Paraglider-Flieger kümmern. Und Tönnies, dieses Plakat neben dem Tönnies-Emblem, ich glaube nicht, dass das den Fleischkonzern auch so richtig glücklich macht. Obwohl ja heute für Tönnies der Tag sein sollte, an dem es wieder nach vorne geht. Eindrücke von Michael Engelberg aus dem Kreis Gütersloh. Herzlichen Dank. Seit Montagabend wird ein 17-Jähriger aus Grafenwöhrl vermisst. Jetzt die traurige Nachricht. Der Jugendliche ist in einem Waldgebiet tot aufgefunden worden. Die Suche nach dem 17-jährigen Andreas B. ist beendet.
Der vermisste Schüler aus dem bayerischen Grafenwöhr wurde tot aufgefunden, nur wenige hundert Meter von seinem Elternhaus entfernt. Am Montag gegen 11 Uhr hatte der Junge das Haus der Familie verlassen, um sich mit Freunden zu treffen. Die Jugendlichen waren an der Fischerhütte nahe dem 6800 Einwohnerörtchen verabredet. Gegen 15 Uhr trennten sich die drei Freunde dort, nur 400 Meter von Andreas Elternhaus entfernt. Als er gegen 20 Uhr noch nicht zurückgekehrt war, hatten Mutter Helena und Bruder Erwin begonnen, die Gegend abzusuchen und schließlich die Polizei verständigt. Daraufhin startete die Polizei eine groß angelegte Suche mit 120 Einsatzkräften. Hubschrauber und Drohnen wurden eingesetzt, auch Spürhunde waren an der Suche beteiligt. Nun wurde Andreas Leiche nahe der Fischerhütte gefunden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, auch Suizid wird vorerst ausgeschlossen. In den Ermittlungen soll nun unter anderem geklärt werden, ob Andreas am Tag seines Verschwindens mit seinen Freunden möglicherweise Alkohol oder Drogen genommen hat. Könnte der mutmaßliche Mörder im Fall Maddy bald vorzeitig aus dem Knast entlassen werden? Im Moment sitzt Christian B. eine Haftstrafe in Kiel ab. Es geht dabei um Drogen. Zwei Drittel seiner Haftstrafe hat er bereits abgesessen, stellte deshalb einen Antrag auf Bewährung. Sein Anwalt erklärt uns, warum eine baldige Freilassung seines Mandanten aus seiner Sicht eine richtige Idee ist. Ja, die Staatsanwaltschaft hat sich offensichtlich auf unseren Mandanten eingeschossen und probiert nun auf Biegen und Brechen ihre Beweisnot zu beheben. Friedrich Fülscher ist Strafverteidiger. Das Gesicht seines Mandanten kennt ganz Deutschland. Christian B., 43 Jahre alt, gebürtig aus Würzburg. Er wird verdächtigt, vor 13 Jahren die damals dreijährige Maddy McCann in Portugal entführt und ermordet zu haben. Es gibt Hinweise, die für B. als Täter sprechen. Er ist ein bekannter Sexualstraftäter, saß mehrere Male im Gefängnis, unter anderem wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch. Zum Zeitpunkt, als Maddy verschwand, befand er sich ebenfalls in Portugal. In diesem Haus in Praia da Luz soll er gewohnt haben. Eine weitere wichtige Spur, Christian B. soll in der Nähe des Tatorts mit dem Handy telefoniert haben. Zurzeit sitzt der 43-Jährige in Kiel in Haft, doch bisher kann ihm die Tat nicht nachgewiesen werden. Friedrich Fülscher kritisiert die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Braunschweig. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, an denen unser Mandant sehr leicht zu identifizieren war. Sein damaliges Wohnhaus, die genutzten Fahrzeuge, Informationen zu seinem Vorleben und auch der derzeitigen Inhaftierung. In dem Zusammenhang sind natürlich die Äußerungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig, man sei sich sicher, dass unser Mandant der Täter und das Mädchen tot ist, mehr als fragwürdig. Offensichtlich macht man sich bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig relativ wenig Gedanken darüber, was so eine Aussage zum einen bei den Eltern des Mädchens bewirkt und zum anderen auch für den Beschuldigten bedeutet. Ich halte diese Aussage der Staatsanwaltschaft Braunschweig für unheimlich gewagt. Auf den beweisgestützten Verdacht der Staatsanwaltschaft, dass unser Mandant das Mädchen getötet haben soll, bin ich jedenfalls sehr gespannt. Zum jetzigen Zeitpunkt schweigt der Beschuldigte auf unser Anraten. Das heißt aber nicht, dass er etwas zu verbergen hat. Zunächst von seinem Schweigerecht Gebrauch zu machen, ist eine völlig übliche Vorgehensweise im Rahmen der Verteidigung. Ich erlebe ihn als sehr ruhigen und freundlichen Gesprächspartner. Und die Gesprächsatmosphäre war bisher immer sehr angenehm. Ob Christian B. auch weiterhin in Haft bleibt, darüber entscheidet heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Kommt der mutmaßliche Maddy-Mörder nun also doch plötzlich wieder frei? Und diesen Revisionsantrag von Christian B. hat der Bundesgerichtshof weitergeleitet an den Europäischen Gerichtshof. Dort ist mein Kollege Jörg Völkerling. Jörg, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Christian B. tatsächlich auf Bewährung freikommt? 50-50 würde ich im Moment sagen, auch wenn man sich das fast nicht vorstellen mag. Ich bin jetzt im Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. In dieser Minute ist die Verhandlung zu Ende gegangen. Jetzt 3 Stunden haben die Parteien ihre Argumente gewogen. Es waren Vertreter von Deutschland, vom Bundesgerichtshof. Es war der Verteidiger von Christian B. hier vor Ort. Und es war auch eine Vertreterin der Republik Irland zugeschaltet, wo man sich fragt, was hat die in diesem ganzen Fall mitzubestimmen? Aber es geht ja hier letztendlich
letztlich um eine Rechtsfrage. Es geht um die Souveränität von Staaten. Um ganz kurz zu erklären, was die Gefahr letztlich ist. Christian B. hat eine Haftstrafe abzusitzen bis zum 7. Januar 2021 wegen Betäubungsmittelhandel. Und der Verteidiger von Christian B. sagt nun, die Verurteilung in Braunschweig wegen Vergewaltigung einer Amerikanerin im Jahr 2005 in Praia da Luz zu 7 Jahren Haft durch das Landgericht Braunschweig im vergangenen Jahr sei unrechtmäßig erfolgt, da sie auf falschen Grundlagen beruhte, denn Portugal hatte Christian B. im Jahr 2017 wegen eines anderen Vorwurfs ausgeliefert an Deutschland. Und jetzt sind, wie gesagt, diese Argumente gewogen worden. Es geht um den Spezialitätsgrundsatz. Durfte sich also Christian B. darauf verlassen, nicht für etwas anderes hier verfolgt zu werden. Es geht um die Frage, 2017 ist er ausgeliefert worden wegen des Vorwurfs des Kindesmissbrauchs. Da ist er vom Amtsgericht Braunschweig verurteilt worden und musste eine 15-monatige Freiheitsstrafe absitzen. Er ist dann 2018 vorübergehend freigekommen, weil es damals offenbar schon Abstimmungsprobleme mit Portugal gegeben hatte. Es sollte eine Bewährungsstrafe wegen Betäubungsmittelhandels vom Amtsgericht Nibül widerrufen werden. Und da hätte Portugal auch schon seine Zustimmung geben müssen. Christian B. hat die Zeit dann genutzt, nach seiner Freilassung Ende August 2018 über die Niederlande nach Italien auszureisen. Die Polizei hatte ihn damals schon wegen Madeleine McCann auf dem Schirm und hat ihm also Observationsteams mit an die Seite gegeben, die ihn auch richtiggehend offen überwacht haben. Und er hat sich dann abgesetzt nach Italien. Die Fahnder wussten relativ schnell, wo er ist und haben dann bei Italien einen neuen Haftbefehl beantragt. Und jetzt sagt der Verteidiger von Christian B., das hätte nicht geschehen dürfen, dass man ihn jetzt nach Deutschland ausliefert, weil er sich eben auf dieses portugiesische Recht berufen konnte. Und die Oberstaatsanwältin vom Bundesgerichtshof sagt, nein, die Freiheitsstrafe, was Portugal anging, war also abgebüßt. Und er konnte sich nicht mehr darauf berufen. Und es war Italien hier am Zug und die haben einen rechtmäßigen europäischen Haftbefehl ausgestellt. Also recht schwierige juristische Materie, aber natürlich eine sehr wichtige Entscheidung, denn sie hat Auswirkungen auf den Fall Madeleine McCann. Jörg Völkerling, erst einmal ganz vielen Dank dir für die Informationen. Und wir gehen gleich weiter und sprechen nämlich über diesen Fall Madeleine McCann mit dem Strafverteidiger Alexander Stevens. Ganz herzlich willkommen hier bei BILD. Ja, können Sie sich vorstellen, dass Christian B. ja auf freiem Fuß rumläuft, während gegen ihn im Fall Maddie ermittelt wird? Also ich kann mir das tatsächlich vorstellen, sollte der EuGH heute entsprechend entscheiden, wird sich der jetzige Haftbefehl, der ja noch gegen Christian B. In Vollzug ist, da wird man dann fragen müssen, kann man den aufrechterhalten, wenn jemand schon so lange im Gefängnis sitzt. Es gilt nämlich grundsätzlich mal der Fair-Trial-Grundsatz, das heißt, Verfahren sind auch zügig abzuschließen. Und wenn jemand überlang im Gefängnis sitzt, tun sich die Gerichte sehr schwer, jemanden weiter inhaftiert zu lassen. Und wir haben es ja schon von Ihrem Kollegen gehört, was seine aktuelle Strafe angeht, die wegen eines Drogendelikts, die hat er schon zu 2/3 abgesessen und da hätte er grundsätzlich die Möglichkeit, tatsächlich vorzeitig freizukommen. Und es gibt noch keinen Haftbefehl gegen ihn im Fall Maddie. Warum gibt es den noch nicht? Ja, ich sage es Ihnen mal ganz frei weg. Ich glaube, dass einfach die Beweise nicht ausreichen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Denn würde die Staatsanwaltschaft ausreichend Beweise haben, man spricht von einem dringenden Tatverdacht. Das bedeutet, die Staatsanwaltschaft ist sich so sicher, dass sie ihn anklagen kann und er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit verurteilt wird. Nur dann kriegt man einen Haftbefehl. Und das hätte die Staatsanwaltschaft schon längst beantragt, angesichts der Tatsache, dass man jetzt Angst und Bang haben muss, dass er rausgelassen wird. Also von dem her bin ich der festen Überzeugung, dass die Staatsanwaltschaft, mal salopp gesagt, nichts in der Hand hat. Und dabei hat die Staatsanwaltschaft ja der Weltöffentlichkeit vor einigen Wochen gesagt, wir sind uns sicher, dass das der Täter ist. Wir brauchen nur noch ein paar zusätzliche Informationen von dir, liebe Öffentlichkeit, ein paar Hinweise, so kam das doch rüber. Was wäre denn das jetzt für
ein Skandal, wenn tatsächlich gegen Christian B. nicht genug Beweise zustande kommen und zusammengetragen werden können. Man muss natürlich immer die juristische Intention und das Moralische unterscheiden. Was die Eltern von Madeleine angeht, halte ich es tatsächlich für einen Skandal, wenn man sich hinstellt und sagt, Madeleine ist tot. Denn dafür gibt es meines Erachtens überhaupt keine Beweise. Tatsächlich ist es in Ermittlerkreisen natürlich so und auch unter Staatsanwaltschaft und Kriminalbeamten, dass wenn jemand so lange, ein Mensch so lange verschwunden ist, dass man tatsächlich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass der Mensch dann auch nicht mehr lebt. Aber das dann an die Öffentlichkeit so weiterzugeben, das halte ich moralisch für sehr verwerflich. Innerhalb und intern hätte man das ja durchaus den Ermittlungen zugrunde legen können. Und zum anderen ist es natürlich auch schwierig, sich hinzustellen und wir haben hier einen Beschuldigten, es gilt die Unschuldsvermutung, einer Weltöffentlichkeit preiszugeben und sich hinzustellen und zu behaupten, das sei der Täter, wenn man wirklich faktisch überhaupt nichts in der Hand hat. Also das wird uns noch lange beschäftigen, dieser Fall. Strafverteidiger Alexander Stevens, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. 31 Migranten versteckt in einer türkischen Melonenlaster. Das war der Fund des Zolls am Dienstag auf der A17 bei Breitenau. Jetzt sind die Beamten wieder unterwegs und unterwegs gegen Schmuggler. Diesmal auf der A5 bei Görlitz und bei Zwickau. Schluss mit Schmuggel und Schleuserei. Stillstand für viele Autofahrer an der A4 bei Görlitz und einer Bundesstraße der sächsischen Gemeinde Oderwitz. Beide Orte liegen nahe der polnischen bzw. tschechischen Grenze. Grenzüberschreitende Kriminalität ist keine Seltenheit. Es war eine der größten Kontrollaktionen der jüngsten Zeit. 240 Polizisten der Bereitschaftspolizei Sachsen, 80 Beamte der Polizeidirektion Görlitz sowie Beamte der Bundespolizei und des Hauptzollamtes Dresden waren im Einsatz. Eine Aktion der Soko Argus. Ziel der Sonderkommission Argus ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität. Die Kontrollen sind jedoch so angelegt, dass diese ganzheitlich durchgeführt werden. Das heißt, es werden von verkehrsrechtlichen Verstößen bis hin zu auch den zollrechtlichen Bestimmungen durch die Kollegen der Kollegen des Zolls geprüft. Bereits am Dienstagabend gab es eine ähnliche Aktion. Da ging den Beamten auf einer Autobahn in Sachsen beispielsweise ein türkischer Melonenlaster mit 31 illegalen Migranten auf der Ladefläche ins Netz. Und auch heute waren die Beamten erfolgreich, unter anderem dank der hervorragenden Nase von Spürhund Ethos. Ja, der Diensthund ist heute zur Absuche eines PKWs eingesetzt worden und hat in dem Fahrzeug ein Rauchgerät bzw. Anhaftung von Marihuana gefunden. Ja, also Drogen gehören hier zum Alltag und wir fahren sehr viele Einsätze. Kontrolliert wurden Autofahrer aus Großbritannien, Belgien, Rumänien und vor allem aus Polen. Also, wir haben schon die Kontrollen gesehen bei Zittau und bei Görlitz. Carsten Kehr hat sie für uns beobachtet. Was haben Sie denn noch so entdecken können, die Beamten, die Zweibeinigen und die Vierbeinigen in den kontrollierten Fahrzeugen? Ja, hallo Moritz. Also ich befinde mich hier jetzt gerade an der Bundesstraße B178N in Oderwitz. Das liegt circa 30 Kilometer entfernt von der polnischen Grenze. Und hier sind die Beamten besonders aktiv, weil sie Kleintransporter und Lkw kontrollieren, bereits seit den Morgenstunden. Hier hat sich zum Beispiel gezeigt, dass eine ganze Menge Zigarettenschmuggel zum Beispiel aufgetaucht ist. Also es gab hier einen Rumänen, der kam mit zwei großen Beuteln mit 600 Paketen Zigaretten hier rein und musste natürlich dann bei den Beamten des Hauptzollamtes Dresden ordentlich nachzahlen. Und wie wichtig sind denn diese Kontrollen sozusagen in der Grenzregion für den Zoll, um halt illegalen Grenzverkehr und Schmuggel eindämmen zu können? Natürlich. Es gibt hier also seit November vorigen Jahres wurde extra die Sonderkommission Argus gegründet, die hier im wahrsten Sinne des Wortes dann ein Auge drauf wirft auf diese grenznahe Kriminalität. Und es geht ihnen besonders darum, eben die grenznahe Kriminalität einzudämmen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es ihnen auch darum, bei der Bevölkerung ein Sicherheitsgefühl
zu wahren, das sei ihnen ganz, ganz wichtig, denn es gibt hier immer wieder Probleme. Es hat sich zum Beispiel gezeigt, dass als die Grenzen Corona-bedingt geschlossen wurden, haben sich die Kriminalitätsfälle nahezu halbiert. So hat mir das zumindest ein Sprecher der Polizeidirektion hier in Görlitz mitgeteilt. Und die Grenzen sind nun wieder auf und nun steigen auch die Kriminalitätszahlen wieder. Deshalb heute diese groß angelegte Kontrollaktion an zwei verschiedenen Standorten. Heute früh war ich an der Autobahn A4 auf dem Parkplatz Löbauer Wasser und jetzt eben hier in Oderwitz. Carsten Kehr, du beobachtest für uns weiter die Beamten, die auf der Suche sind nach illegalen Einwanderern und nach Drogen. Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Und wir schauen nach Oberösterreich, dort in Grünau im Almtal. Da ist es im Jagdhaus von Ernst August von Hannover offenbar zu turbulenten Szenen gekommen. Bild zeigt exklusiv Fotos. Wie die Kronenzeitung berichtet, soll der Prinz nach eigenen Angaben von Polizisten geschlagen und danach in die Psychiatrie eingewiesen worden sein. Sprechen wir darüber mit Jürgen Worlitz. Er ist Adelsexperte und kann uns jetzt vielleicht ein bisschen mehr sagen zu dem Prinzen. Was ist er für ein Typ? Was hat er für einen Hintergrund? Er ist ja berüchtigt für seine Schlagzeilen. Was war da los mit der Polizei? Sie meinen, was hat er für Vorlieben? Also ich habe Prinz Ernst August von Hannover diverse Male getroffen, liegt ein bisschen zurück und habe ihn immer als lieben, netten und auch intelligenten und humorvollen Menschen kennengelernt. Aber man hat ja gesehen im Laufe der Zeit und auch durch die Berichterstattung, auch durchs Fernsehen, dass er vielleicht ein wenig zu viel Alkohol getrunken hat über Jahre, ein wenig zu viel geraucht hat, auch über Jahre. Und ob dort sonst noch irgendwelche Substanzen im Spiel waren, ich weiß es nicht. Aber er sieht ja wirklich ungesund aus, das haben wir eben gesehen. Und er hat sicherlich auch inzwischen Beeinträchtigung, jedenfalls in dieser Phase. Und da ist es nachts eben zu einem Vorfall gekommen. Er hat sich bedroht gefühlt, er hat geglaubt, man wolle ihn umbringen, hat die Polizei gerufen und dann kam es eben zu einigen Rangeleien, was für ihn vielleicht auch nicht ganz untypisch ist. Und da ist er erstmal in die Psychiatrie gekommen, vielleicht auch, weil er nur unterzuckert war. Und Sie haben es angesprochen, also ich hätte ihn nicht wieder erkannt auf den aktuellen Fotos. Also da ist er schon ganz schön gezeichnet von all dem, was er da so zu sich genommen hat in den letzten Jahren. Also aus Ihrer Sicht erstmal nicht ganz unbegründet das harte Durchgreifen der Polizisten. Auf gar keinen Fall, denn einmal muss man ja wissen, Grünau ist ein Jagdschloss. Und was ist wohl in einem Jagdschloss? Da sind Waffen, und zwar Waffen ohne Ende. Und dann muss man auch wissen, dass ein benachbartes Welfenschloss, die Königsvilla in Gemunden heißt das, das ist nur wenige Kilometer entfernt, dort ist mal ein schreckliches Ereignis vorgefallen. 1988 war das, da hat sich der jüngere Bruder von Ernst August, Prinz Rudolf, so hieß er, erschossen. Er hat sich erschossen, weil nach einem Kokaingelage in der Villa seine junge Frau, 26 war sie, Isabella hieß sie, die ist danach zu Tode gekommen. Sie hat also ist an Rauschgift gestorben und im Nebenzimmer saß der 8 oder 9 Monate alte kleine Junge, also ein Baby, Otto, und dann kam die Polizei und hat da erstmal aufgeräumt. Und das hat natürlich Ernst August auch einen großen Schock versetzt und ich bin mir eigentlich sicher, danach ist auch seine Feindschaft zur Presse entstanden, weil er sich da in dem Augenblick verfolgt fühlte und auch eben durch dieses gewaltige Unglück innerlich vielleicht zerstört war. Und das ist etwas, was jetzt vielleicht auch wieder bei der Polizei ja noch irgendwie aktenkundig vielleicht ist. Und da haben die sich gesagt, lieber erst einmal abräumen und ruhig stellen. Das ist der beste Weg. Auf Nummer sicher gehen. Jürgen Worlitz, Adelsexperte mit Einblicken in die Seele des Prinzen. Ganz herzlichen Dank. Ja, es klingt wie ein schlechter Witz. Die Betriebskrankenkasse Schwenningen will einer Rollstuhlfahrerin keine neuen Rollstuhlreifen bezahlen. Die Begründung? Die Fahrerin sei mit ihrem Elektro-Miet-Rolli statt 6 ganze 10
km/h gefahren. Dadurch hätten sich die Gummireifen stärker abgenutzt als normal und deshalb würde man nicht bezahlen. Es ist kein Witz, sondern für Kerstin Zander ist das bittere Realität. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet. Kerstin Zander, ganz herzlich willkommen bei Bild. Ja, da kann man nur den Kopf schütteln bei dieser Begründung der Krankenkasse. Wie haben Sie denn reagiert, als Sie die Begründung erfahren haben? Ich war völlig fassungslos. Ich fahre schon so lange Rollstuhl, aber sowas ist mir noch nie passiert. Ich meine, ich bekomme einen Elektrorollstuhl, dass ich am Leben teilhaben kann. Und jetzt werde ich auf 2,5 Kilometer runter reduziert. Und das wollte ich mir einfach nicht gefallen lassen. Ich lasse mir so vieles nehmen, aber nicht meine Mobilität und meine Freiheit. Und damit Ihre Mobilität nicht genommen wird, nicht Ihre Lebensqualität genommen wird, da ist der Zulieferer für Ihren Rollstuhl eingesprungen und hat das Geld erstmal tatsächlich vorgeschossen, möchte es natürlich aber auch wieder bekommen. Was hat die Krankenkasse weiter zu Ihnen gesagt? Sie haben ja sicher gesagt, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, die hat kein Wort mehr dazu gesagt. Die blockt alles ab. Ich habe es probiert. Ich habe gemeint, ich gehe auch an die Öffentlichkeit. Es war alles egal. Hat keine Rolle gespielt. Sie beharren auf ihrer Meinung. Und ich konnte nicht bewegen, um zu stimmen. Und es geht ja nicht darum, dass Sie gar nicht mehr die Reifen bezahlen wollen. Sie haben ja, glaube ich, auch gesagt, also die Krankenkasse, dass Sie die nächsten Reifen wieder bezahlen würden. Also das klingt dann doch schon sehr nach Schikane. Was wünschen Sie sich denn von Ihrer Krankenkasse jetzt? Dass das geregelt wird, dass ich nicht jedes Mal kämpfen muss. Und es kann nicht sein, dass ich jetzt für banale Rollstuhlreifen so ein Theater vollführen muss. Das kann einfach nicht funktionieren so. Es hat die ganzen Jahre funktioniert und auf einmal wird alles gestoppt. Und wir werden natürlich Ihren Fall weiter begleiten, werden schauen, was dabei rauskommt. Wenn wir jetzt darüber berichten, in der Bild-Zeitung gibt es heute einen Artikel über Ihren Fall, der fassungslos zurücklässt. Und wir hören dann natürlich nach bei der Krankenkasse und drücken Ihnen die Daumen, dass sich da die Menschen da noch bewegen bei der Krankenkasse und auch Geld dann zahlen für ihre Reifen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihren Fall geschildert haben. Kerstin Zander, ganz herzlichen Dank. Und wir kommen zum 19-jährigen Yannick. Er wünscht sich, wie ja fast alle 18-, 19-Jährigen, einen Führerschein. Das Problem ist, er ist 2,23 Meter groß und passt so hinter kein Lenkrad. Da muss eine Lösung her. In einen ganz normalen Wagen passt Yannick mit seinen 2,24 Meter Lebensgröße nur sehr bedingt rein. Von Schalten oder Lenken kann da gar keiner. Wenn keine geht oder schlecht. Yannick ist 19 Jahre alt und der derzeit größte Deutsche. Im Alter von 14 Jahren war er größer als Basketballstar Dirk Nowitzki mit seinen 2,13 Meter. Allein im letzten halben Jahr ist der Schüler um 2 Zentimeter auf seine jetzige Größe von 2,24 gewachsen. Verreisen ist ein großes Problem, dann Klamotten und halt, wie gesagt, bis vor kurzem war der Führerschein ein Problem, aber das hat ja die Fahrschule gut gelöst. Fahrschulinhaber Jörg Wespermann hat extra seinen Van zu einem XXL-Fahrschulauto umgebaut. Da passt nun auch Yannick locker hinters Steuer. Es begann eigentlich mit einem Telefonat der Mutter von Yannick mit der Bitte, ob ich nicht den Sohn ausbilden könnte. Da sage ich erst einmal, ist das mein Hauptjob? Dann sagt sie, Entschuldigung, stopp. Ja, der ist aber 2,23 Meter. Da schluckt man natürlich erstmal so ein wenig. Das ist auch ja mit meiner Vorstellungsgabe im Moment so ein bisschen schwierig gewesen, wo ich gesagt habe, kommt erstmal her, ich muss mir das erstmal angucken. Und dann habe ich ganz einfach gesagt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Gesagt, getan, Lösung gefunden. Jetzt kann Yannick selbst mit Schuhgröße 55 Gas, Kupplung und Bremse bedienen. Und auch das Gurtsystem wurde entsprechend umgerüstet. Die haben eine Sitzschienenverlängerung eingebaut im Auto und die hat extra nochmal verstärkt nach hinten.
Und das gibt es halt so nicht zu bekommen für Normalverbraucher. So, ich habe das jetzt alles erklärt. Wenn keine Fragen mehr sind, bekomme ich dort unten rechts bitte eine Unterschrift mit dem Datum. Nur noch schnell im Büro den Vertrag unterschreiben, dann steht den ersten Fahrstunden nichts mehr im Wege. Dann drücken wir jetzt mal die Daumen für die Fahrprüfung. Und wir schauen in ein Live-Signal, das uns erreicht. In nicht mehr 5 Minuten möchte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen. Und er wird dies tun nach einer informellen Tagung mit seinen EU-Amtskollegen. Da ging es darum, wie die EU, wie Europa sich koordinieren kann, reagieren kann auf Corona-Ausbrüche, auch regionale Ausbrüche. Und da geht es sicher dann auch um die Übereinkunft von Bund und Ländern über lokale Beschränkungen, lokale Corona-Beschränkungen. Denn man möchte nicht mehr, dass ganze Landkreise komplett abgeriegelt werden, wie beim Fall Tönnies. Wir hatten jetzt ja auch wieder darüber berichtet. Man möchte lokal eindämmen, wenn es dann wieder zu Corona-Ausbrüchen in Deutschland, in den Bundesländern oder in Europa kommt, also da konkreter und zielgenauer reagieren auf lokale Ausbrüche von Corona. Das gleich von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Denn Corona ja betrifft unser Alltag nach wie vor und auch die Partyinsel der Deutschen. Dort ist nämlich die Party vorbei, zumindest zunächst wegen illegaler Feiern am Ballermann hat Mallorca die Zwangsschließung aller Lokale auf der Bier- und auf der Schinkenstraße beschlossen. Diese Anordnung gilt erstmal für 2 Monate. Schluss mit lustig. Auf Mallorca hatten hunderte Menschen am Wochenende getrunken, getanzt und gefeiert. Ohne Schutzmasken zu tragen und ohne den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Bilder wie diese sorgten bei der spanischen Regierung für Empörung. Fehlverhalten mit Konsequenzen. Mallorca hatte daraufhin eine besonders strenge Maskenpflicht erlassen und alle Vergnügungslokale im Herzstück des vor allem von deutschen Touristen gern besuchten Ballermanns an der Playa de Palma zwangsgeschlossen. Mallorca-Insider befürchten, von schärferen Auflagen bis zur Schließung von einzelnen Bars oder ganzen Straßenzügen, alles ist möglich. Die Bußgelder für illegale Partys in illegalen Räumlichkeiten wurden schon auf bis zu 600.000 Euro erhöht. Auch eine Schließung von Lokalitäten über 3 Jahre kann bei Verstößen verfügt werden. Ballermann-Star Micky Krause ist mir jetzt zugeschaltet von der Insel, nehme ich an. Micky, wie sieht's aus? Moinsen. Die Partymeile wieder zu. Wie schlimm trifft es die Ballermann-Gemeinschaft? Ja, ich habe natürlich auch dieses Video gesehen vom vergangenen Freitag. Es ist schon wirklich erstaunlich, welche Auswirkungen ein solches Video hat. Ich habe es mir mehrmals angesehen. Ich habe es nicht als Party-Exzess gesehen. Es wurde natürlich gefeiert. Es wurden Sicherheitsabstände nicht unbedingt eingehalten. Aber es handelte sich definitiv nicht um einen Party-Exzess in der Bierstraße. Was ärgerlich ist natürlich aufgrund einer Location, die sich vielleicht nicht an die Abstandsregelung gehalten hat, sofort die Bier- und Schinkenstraße dicht zu machen. Das ist reine Schikane. Wir wissen natürlich alle, der Sauftourismus ist der Regierung in Spanien oder in Madrid ein Dorn im Auge. Und so kann man natürlich jetzt auch versuchen, wirklich diesen Tourismus ausbluten zu lassen. Ah, also du vermutest da eine stärkere Strategie der Regierung dahinter, diesen Ballermann Mallorca zu verändern. Also kein Verständnis für diese Entscheidung auf deiner Seite. Sehen das deine Kollegen genauso? Das sehen meine Kollegen genauso, weil es einfach wirklich übertrieben ist, eine Entscheidung nur aufgrund eines Videos und von Bildern zu treffen, Bier- und Schinkenstraße zu schließen. Das ist einfach zu viel, zu brutal. Das ist eine Frechheit, weil es einfach auch Locations gibt, die sich wirklich an die Bestimmung gehalten haben, die Sicherheitsabstände eingehalten haben und ein wirklich gutes Sicherheitskonzept haben in Bier- und Schinkenstraße und die einfach jetzt darunter leiden zu lassen, dass eine Location vielleicht nicht diese Abstände eingehalten hat und nicht die Bestimmung, sich nicht an die Bestimmung gehalten hat, das ist einfach unfair. Und natürlich für die vielen Gastronomen, denen wird eine Existenzgrundlage genommen. Ja. Micky Krause, wie machen wir es denn dann aber? Also wir wissen,
oder wir sagen jetzt mal, diese Entscheidung war einfach überzogen und hat andere Hintergründe. Auf der anderen Seite, wir müssen uns an bestimmte Regeln halten, auch beim Feiern. Geht denn überhaupt diese in der Theorie erdachte Theorie feiern auf halber Flamme, feiern, aber nicht so doll, feiern, aber mit Abstand? Ist das überhaupt umsetzbar? Feiern mit Abstand ist schon möglich, aber es geht ja erstmal darum, wirklich die Gastronomie wieder zu unterstützen, Menschen die Möglichkeit zu geben, arbeiten zu gehen, also dem Kellner eine Perspektive zu geben, den Angestellten in Hotels, in Kneipen, in Pubs, in Lokalen. Das ist ja das erste Wichtige, aber ein Konzept habe ich natürlich auch nicht. Ich habe für mich ja auch beschlossen, bis zum Ende des Jahres keine Auftritte zu machen, auch wenn es Anfragen gibt in Sachen Autokino und, und. Also ich habe kein Konzept, aber ich glaube, eine schrittweise Öffnung kann funktionieren. Und wenn die Möglichkeit besteht, statt mit 1.000 Leuten, mit 200 Leuten zu feiern, dann sollte man diese Möglichkeiten suchen. Und das darf man nie vergessen. Es geht halt nicht nur um die Party, es geht tatsächlich um die Lebensgrundlage ganz vieler Menschen, wenn man über Verbote spricht und über das Feiern spricht. Also eine wirklich ernste Angelegenheit. Micky Krause, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke in diese Thematik. Schöne Grüße von Mallorca. Und wir schauen jetzt nach Micky Krause zu Jens Spahn. Er tritt schon ans Mikrofon dort bei einer Pressekonferenz mit seinen Amtskollegen aus Portugal und Slowenien, wenn ich mich nicht irre. Dort wird gesprochen jetzt gleich, wie Europa konsequent und gemeinsam auf Corona in Zukunft reagieren kann, auf lokale Ausbrüche, sicher dort auch ein Thema, wie man innerhalb von Deutschland auf neue Corona-Hotspots reagieren wird, also nicht mehr damit komplette Landkreise wie bei Tönnies zuzumachen, sondern ganz konkret, zielgenau möchte man jetzt reagieren. Und wir hören einmal rein, was der Bundesgesundheitsminister zu sagen hat. Die übrigen Teilnehmer werden übersetzt. Bitte nutzen Sie die Headsets für die Übersetzung und nachher für den Ton von Frau Kyriakides. Über die Monitore wird nur das Bild übertragen. Fragen können Sie hier live stellen oder per Mail. Die werde ich dann nachher vorlesen. Wenn Sie Fragen stellen hier im Saal, warten Sie bitte auf das Mikro und bitte nennen Sie Namen und Medium. Herr Spahn, bitte. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Kommissarin Kyriakides, liebe Ministerin Temido, liebe Marta, lieber Minister Ganter, lieber Tomasz, meine Damen und Herren. Die informelle Tagung heute ist für uns im Bundesministerium für Gesundheit der erste Höhepunkt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Damit setzen wir wichtige Akzente für das nächste halbe Jahr der deutschen und die nächsten 1,5 Jahre der Trio-Präsidentschaft. Und deswegen bin ich sehr froh und dankbar, dass die Kollegin aus Portugal und der Kollege aus Slowenien heute mit dabei ist, weil diese drei Länder eben die nächste Trio-Präsidentschaft gemeinsam gestalten und wir am Ende ja auch über einen Zeitraum von 18 Monaten gemeinsam mehr erreichen können, wenn es auch eine Kontinuität in den Themen und in der Agenda gibt. Wir begreifen diese Aufgabe als Chance. Wir wollen die Kräfte Europas bündeln, um in Krisen wie dieser Gesundheitskrise gemeinsam stärker zu sein. Wir wollen die Kräfte bündeln, um auch aus den Erfahrungen der letzten Monate zu lernen und besser zu werden. Deutschland kann dabei zusammen mit diesen Partnern in der Trio-Präsidentschaft entscheidende Impulse setzen. Das gilt für den Europäischen Rat morgen. Das gilt aber eben auch für die informelle Gesundheitsministertagung heute hier in Berlin beziehungsweise mit den Kolleginnen und Kollegen aus allen Hauptstädten zugeschaltet. Beraten haben wir und werden wir heute drei Themen. Zum ersten haben wir gerade sehr intensiv schon die Stärkung des ECDC, des Europäischen Robert-Koch-Instituts, diskutiert. Es gab eine sehr große Einigkeit und Zustimmung, dass diese Institution gestärkt werden soll, sowohl was die Ressourcen angeht, was die Empfehlungen angeht. Insbesondere auch die kleineren Mitgliedstaaten haben noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig eine europäische Behörde wie das ECDC für sie ist, wenn es um Expertise, wenn es um Empfehlungen geht und dass sie dafür eben auch die nötige Ausstattung braucht. Und wir waren uns auch sehr einig, dass nach einem ersten Review, das es geben soll, Lesson learned, jetzt aus der Krise auch über die Arbeit des ECDC
im Zusammenhang mit den anderen Institutionen, dass wir noch während der deutschen Ratspräsidentschaft auch tatsächlich gemeinsam auf Vorschlag der Kommission ja dann auch über eine mögliche Mandatserweiterung, also eine Rechtsänderung für mehr Kompetenzen beim ECDC diskutieren wollen und vorantreiben wollen und idealerweise auch entscheiden wollen. Ein zweites wichtiges Thema wird heute sein, die Unabhängigkeit von den Weltmärkten für bestimmte medizinische Produkte. Dort geht es insbesondere um Medizinprodukte wie Schutzmasken, aber vor allem auch um Arzneimittel. Die Diskussion, dass Europa, die Europäische Union, unabhängiger werden muss bei der Produktion von Arzneimitteln, ist älter als diese Corona-Krise. Diese Diskussion haben wir schon in den letzten 2-3 Jahren geführt, in Deutschland, aber auch innerhalb der EU. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass die Kommission angekündigt hat, in den nächsten Monaten eine entsprechende pharmazeutische Strategie vorzulegen für die Europäische Union, eine Strategie, die wir dann beraten wollen, auch mit konkreten Maßnahmen, um Produktion bestimmter Wirkstoffe, Arzneimittel und Medizinprodukte auch wieder in Europa, in der Europäischen Union zu haben. Und zum Dritten geht es auch um Forschungsförderung. Es geht darum, dass wir ein gemeinsames Verständnis finden, wie wir mit Gesundheitsdaten umgehen wollen. Gesundheitsdaten sind die sensibelsten Daten überhaupt, die es gibt, unserer Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Und gleichzeitig, und das sehen wir auch in dieser Krise, ist ein sinnvoller Gebrauch, ein sinnvolles Zusammenführen von Gesundheitsdaten etwas, was Mehrwert schaffen kann für alle Bürgerinnen und Bürger in der EU, Mehrwert schaffen kann, etwa bei der Forschung, wenn es um die Krebsforschung geht, Mehrwert schaffen kann, auch bei der Patientenmobilität, wenn es um elektronische Patientenakten geht, wo natürlich auch da leichter Daten verfügbar sein können, auch beim grenzüberschreitender Mobilität. Dafür ist es aber wichtig, dass wir in allen 27 Mitgliedstaaten das gleiche Grundverständnis haben, wie im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, die ja für alle gilt, aber dann eben konkret für Gesundheitsdaten, diese auch ausgelegt und genutzt werden sollen. Und diesen europäischen Gesundheitsdatenraum wollen wir zu einem weiteren Schwerpunkt unserer Präsidentschaft machen und auch heute schon andiskutieren. Das zeigt schon, das sind schon für sich genommen große Themen. Wir wollen in der Folge ja auch noch über Europas Rolle in der Welt, in der Weltgesundheitsorganisation in den nächsten Wochen reden. Das alles zeigt, das sind Themen, die auch länger als 6 Monate brauchen werden an bestimmten Stellen. Und insofern bin ich einmal mehr dankbar, dass die beiden Kolleginnen und Kollegen, die nach Deutschland, nach uns hier im Bundesministerium für Gesundheit, dann die Präsidentschaft übernehmen werden, Portugal und Slowenien, heute mit dabei sind, dass wir diese Impulse gemeinsam setzen und dann auch gemeinsam fortsetzen. Ich darf die portugiesische Gesundheitsministerin um ihr Statement bitten. Frau Temido. Jens, Thomas, dear colleagues, I would like to start by thanking Minister Jens Spahn for the invitation to come to Berlin and for the excellent organization of this ministerial that we held in a hybrid format. Certainly, the physical presence of the trio here testifies to the progress normalization of our social life in Europe, which all our citizens have been missing so much. COVID-19 has reminded us we live in a deeply interconnected world where crises can only be overcome through dialogue and strengthened cooperation. Und da blenden wir uns langsam aus dieser Konferenz, Pressekonferenz aus. Was haben wir erfahren? Ja, wie man auf EU-Ebene reagieren will nach der Corona-Krise, aus dieser lernen möchte. Das europäische Robert-Koch-Institut will man stärken, gemeinsam reagieren auf zukünftige Pandemien, Europa unabhängig machen von Medizinprodukten. Wir haben es ja gemerkt am Anfang von Corona, Masken wurden halt nur in Asien produziert, ebenso andere wichtige Medikamente. Und da kam es dann zu Lieferengpässen. Ja, und das Ganze soll ausgestaltet werden im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Das, was wir jetzt ist, was wir erfahren haben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bei dieser Pressekonferenz. Das war's für den Moment vom Bild Live Team. Danke für Ihr Interesse.
18 Uhr sind wir mit der nächsten Live-Ausgabe wieder für Sie da oder wann immer etwas passiert. Auf bald!